Alles im Lot? So, hier bekommen wir zwar nicht viel, aber es muss irgendwie weg, das Zeug. Und bevor ich das irgendwo ins Meer werfe, verkaufe ich es lieber. Da habe ich, glaube ich, mehr von. Auch wenn es nur 2000 oder sowas sind. Und hier hinten brauchen wir Werkzeug. Der Wächter braucht... Uch, du Scheiße, der macht ja verdammt viel Ökobilanz her. Aber hier wird die Insel wahrscheinlich auch noch ausgebaut, also brauchen wir das Teil wahrscheinlich auch. Nur können wir halt dann pro Insel eigentlich effektiv nur einen Wächter platzieren. Ist aber auch irgendwie fair, dass der so ein riesiges Ding hat. So einen riesigen Einflussbereich. Sonst wäre der ja ein bisschen arg im Bau. Na los, wirf ruhig einen Blick drauf, aber ohne Garantie. Ja, ich weiß, dass du ohne Garantie handelst, Trenchy. Ich kenne dich doch, deswegen bin ich doch bei dir. So, dem bleiben wir auch auf jeden Fall treu, dem Trenchy. Also der ist ja sehr sympathisch und das geht ja klar. Ist ja nicht so, als würde sich der sein ganzes Zeug hier, was er da verkauft, wahrscheinlich zusammenklauen oder sowas. Alles senkrecht. So. Die Firma dankt. Das Schiff lasse ich jetzt aber mal hier. Ich fahre nur mit den beiden Großen jetzt. Wenn ich die schon rumstehen habe hier. Das ist ein Handelsroutenschiff. Okay. Was macht das denn? Das ist... Warum hat das Tee dabei? Das ist doch nicht dieses Teeschiff. Das ist ja das Kleine hier. Kannst mal den Tee ausladen. Oder werf ihn mal... Nein, die nicht. Die wollte ich jetzt nicht über Bord werfen. Das war jetzt unklug. Sekunde, ich muss das mal kurz ein bisschen hier... Werf den Tee über Bord. Den hole ich mir dann. Und jetzt darfst du ja deine Route fortsetzen. Den Sand brauche ich eigentlich auch nicht. Den hole ich mir jetzt... Das ist ein Routenschiff, okay. Den hole ich mir jetzt mit einem der Großen und verkaufe das Zeug gleich mal. Dum, 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 dum. Ah ja, stimmt, da war ja was. Shift gedrückt haben wäre eventuell ganz praktisch. Sammeln wir uns das mal kurz zusammen. So, dann nehme ich mal die restlichen Ladekammern hier, haue ich noch voll. Da kommt jetzt erstmal Kohle rein. Alles schön zu Trenchy karren. Ist noch... Nee, das lasse ich. Das schaffen sie nicht mehr, die Schiffe. Dann Kohle liefere ich mal zu Zorn. Hier haben wir mal ein Schiff voller Eko-Materialien. Hier kannst du eigentlich auch anlegen. Und zwar Kommunikatoren eher weniger. Da haben wir ja sowieso nicht genügend von. Alter Schwede, haben wir viel Eisen hier. Was geht denn ab? Es ist echt unausgeglichen, was ich hier baue. Aber das wundert mich jetzt eher weniger. Das Eco-Dingens kann man ja auch mal mit Biopolymer mitnehmen. Das bringt ja übelst Geld. Die Kommunikatoren lasse ich mal hier auf der Insel. Die habe ich versehentlich abgeworfen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Da haue ich hier nochmal das voll. Weil dann, das bringt ja übelst Geld. Tee haben wir auch genügend. Das verkaufen wir jetzt bei der Jana. Und machen uns noch, verdienen uns ein bisschen so ein goldenes Näschen hier nebenbei. So, Holz. Ja, haben wir eigentlich genügend Vorrat. Da kann ich eigentlich die auch mal stilllegen. Und eben, wenn der Vorrat zur Neige geht, wieder starten. Das spart uns natürlich Geld und Energie. Bauzellen lasse ich mal, weil die sowieso rüber transportiert werden hier. Könnt ihr nicht aufsteigen? Seid ihr schon voll? Also voll im Sinne von voll eingezogen natürlich. Hier brauchen wir dann Fastfood und Kunststoffe. Müssen wir mehr produzieren, aber erstmal will ich, wie gesagt, die Produktionen ausgleichen. Sonst haben wir wieder so ein Ungleichgewicht, das will ich nicht. Warum brauche ich eigentlich diese Kriegsschiffe noch? Die brauche ich doch auch nicht. Nee, ich lasse sie mal. Sicher ist sicher nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt hier. Produktion gestoppt. Ach ja, genau. Da fehlt ja noch was. Verdammt. Keine Bauzellen. Irgendwie war das ja schon wieder klar. Die glaube ich... Ne, die glaube ich mir nicht hier, weil es nur 19 Tonnen sind. Das rentiert sich eher weniger. Sie benötigen etwas? So, du bekommst Kohle. Dann bringen wir das zum Abschluss. Dann dürfte mein anderes Schiff auch gleich bei Rihanna sein. Das ist nur ziemlich langsam, wie gesagt. Groß und so. Von Bio bis Greentech, alles da. Ach du Scheiße, bringt das Biopolymer viel. Die Organisation Hilfe. Dankt. Das ist ja da Wahnsinn. So, ich lande jetzt mal hier unten gleich an mit meinem Schiffchen. Muss ich nicht immer um die ganze Insel rumgurken hier. Habe ich auch keinen Bock zu. So. Schnaps haben die ja da drüben jetzt genug. Gourmet-Menüs sollten eigentlich auch mehr oder weniger gut laufen. Das wird wahrscheinlich dann später noch anders. Ich hau dann mal wieder ab. So, Trenchy ist weg. Gourmet-Menüs läuft hier noch ganz gut, aber das werden wir früher oder später auch ausbauen müssen. Wobei wir da natürlich noch Ressourcen haben. Seht ihr ja, wir haben Trüffel und Hummer auf jeden Fall mehr als genug.
Und zwar muss ich da einfach nur für ein Gourmet-Fabrik-Dingens hier bauen. Hier ist ja noch ein Industriegebiet übrig hier hinten. So. Sollte funktionieren. Läuft das besser? Und die Produktion wird verwertet natürlich, die Überproduktion hier. Dann müssen wir uns immer so schön weiter drum kümmern. Also wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht sonderlich spannend, was wir hier machen momentan. Aber das gehört blöderweise auch dazu. Die Kohle hole ich mir jetzt auch mal. Da ist mein Schiff wieder. Dann mache ich mal gleich mit der nächsten Kammer hier weiter. Was haben wir denn da Schönes, was wir verkaufen können? Sand auf jeden Fall nicht, haben wir aber genügend. Also kommt jetzt genügend. Ach ja, das sind nur noch die Restbestände von Sanity, die hier gerade so übelst. Naja, verkauf mal Eisen weiter. Am besten an den Zorn. Der zahlt da ja schön viel für solche Sachen. Aber jetzt müsste auf jeden Fall mehr Sand reinkommen. Das heißt, ich kann mehr Mikrochips produzieren, obwohl die jetzt eigentlich effektiver laufen müssten hier. So, Mikrochips laufen jetzt gut hier. Das heißt, auch drüben sollten die Servicebots gut laufen. So mehr oder weniger zumindest. Also bei den Executives schaue ich, dann muss ich natürlich schauen. Ja, die Servicebots laufen besser. Bio-Drinks laufen noch nicht und die Pasta-Gerichte plus Sushi laufen noch nicht richtig. Das ist natürlich nicht so toll. Hier haben wir auf jeden Fall einen Haufen Biokost, aber irgendwie wird das alles zu schnell verbraucht. Ist irgendwie ein bisschen schlecht. Ich meine, es wird ja ewig viel produziert, aber es scheint nicht zu reichen. Sekunde, ich bin mal wieder am Gähnen. So, ja, Kommunikatoren sind natürlich wie immer sowieso knapp, also das ist ja klar. Ist ja Standard schon bei uns. Die Insel hat auf jeden Fall viel zu viel Gemüse momentan. Oder Gemüse ist ausgeglichen, Reis eigentlich auch. Das heißt, die Produktion ist ausgeglichen. Macht auch irgendwie Sinn, wenn alles ausgeglichen ist, ja. Ja, that makes sense, ne? So, hier oben hätten wir noch Gemüse, aber leider kein Reis. Hier haben wir aber Wein und Obst. Hier könnten wir rein theoretisch ein bisschen eine Hybridinsel machen. Aus verschiedenen... Hier könnte man noch Biodrinks produzieren. Hier hätten wir... Gemüse haben wir irgendwie überall. Gemüse, Obst und Mais. Hier könnten wir zur Not noch... Champagnerproduktionen aufbauen. Weil wir haben ja eine Weinfruchtbarkeit und Biodrinks. Könnten wir zur Not hier aufbauen, obwohl wir Champagner natürlich hinten viel Platz haben. Das geht dann schon. Und ich brauche Energie, fällt mir gerade so auf. Da war ja noch was. Wo ist denn meine Viper, die ist hier? Die schnappt sich jetzt erstmal hier Bauzellen. Damit das hier hinten auch mal vorangeht. Der Vorstand ist sehr an Ihrem Vorankommen interessiert. Ja, das freut mich, dass der Vorstand daran interessiert ist. Ich bin aber nicht dran. Obwohl, ich bin schon daran interessiert. Voll logisch jetzt. Immer ein gewisses Warenkontingent. So. Hier, die Leute können nicht aufsteigen, weil es ihnen an Zeug fehlt. Aber leider können wir das mit den Fast Food momentan nicht wirklich lösen. Oder haben wir da Überschuss? Wo bin ich denn daheim? Habe ich völligen Überschuss. Na toll. Das heißt für mich Fast Food Productions. Also eine zumindest. Scheiße. Es ist ja jetzt wieder super gelaufen. Was ist denn hier hinten los? Keine Biopolymererzeugung. Ja, wir haben eh zu viel. Also insofern kann ich da mal drauf verzichten. Diese blöde Atomrakete hier. So, ich bräuchte auf jeden Fall mehr Fast Food. Das kann ich ja... Ich bräuchte noch ungefähr einen zusätzlichen Fast Food Produzenten hier, aber ich brauche natürlich erstmal Werkzeug für. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um das Eck hier hinten. Aber da müsste auch gleich unsere Viper ankommen. Hier ist sie auch schon. Hallo Viper? So. Und hier können wieder welche aufsteigen. Sehr cool. Das heißt, den... Ja, toll. Kein Werkzeug. Irgendwie kommt immer was dazwischen. Ich weiß nicht warum. Das ist bei mir irgendwie immer so. Alles aus einer Hand, was zur Hölle? Glückwunsch, Sie haben unzählige Endwaren produziert. 1 Million. The fuck? Ja gut, das kommt schon mal zusammen bei der Spieldauer, die wir hier ja schon haben in dem Spiel. In dem Endlosspiel. Das ist ja doch schon einiges jetzt inzwischen. So.
Fang schon an wie die Zombie. Mit so. Oh, jetzt sind sie wieder weg. Gerade wo ich mein Zeug hier hatte. Na toll, ihr seid mir Kandidaten. Echt schlimm mit den Leuten heutzutage. Ich könnte übrigens auch offshore mehr Energie produzieren. Und dann dafür diese Teile abreißen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock zu. Mir gefallen die Solarturmkraftwerke so. Ich finde die cool. Andererseits haben wir hier sowieso nicht sonderlich viel Platz mehr. Also ist das auch schon, hat sich das schon wieder erledigt sozusagen. Ihr könnt eigentlich von selber aufsteigen hier. Habe ich kein Problem mit jetzt. Warum steigen die eigentlich nicht auf hier? Können sie doch eigentlich auch. Aber ich glaube, das wird irgendwie so ein komischer hässlicher Gürtel hier mitten in der Stadt durch. So ein Ghetto-Gürtel sozusagen. Naja, passiert. Was könnt ihr denn weiter verkaufen, Schönes? Eisen. Jetzt ist auch die Kammer leer. Das mal ein bisschen verkaufen. Da lassen wir aber noch... Ja, 86 Tonnen reicht. Das können wir da lassen. Der Rest wird verkauft. Wollt ihr mal fahren vielleicht? Ja. Die fahren aber auch umständlich hier. Die Leutchen. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Platz. Für eventuelle Erweiterungen von Schnaps und Tee. Alter, ich bin doch bloß am Rumgähnen. Was ist denn los? Ach ja, hier war was mit denen hier. Na, kann ich hier noch was bauen? Ja. So, und schon haben wir das mit der Energie. Die Ach du Scheiße, der schafft plus 500 Ökobilanz, kann das sein? Dann haben wir hier erstmal ein bisschen was geschafft, sag ich mal. An Produktionen. Da müsste es jetzt aber auch eine ziemliche Überproduktion geben hier. Das heißt, ich baue jetzt hier noch ein paar von den Weinkältereien-Dingen hin. Zwei genau genommen. Damit das auch effektiver läuft. Dann haben wir hier auch schon ein bisschen mehr für mehr Champagner gesorgt. Das wollen die ja haben, die Herrschaften. Obwohl es eh gut läuft. Es ist gut, wenn neue Arbeitskräfte in die Stadt kommen. Fertiggerichte, das wird noch so ein Problem. Habe ich so ein Gefühl. Ich muss jetzt erstmal kurz hier Werkzeug rauf transportieren. Nehme ich jetzt einfach mal von hier. So random. Weil momentan sowieso kein aufsteigen möchte. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Ist egal, die haben wir noch 30 Tonnen. Das geht schon. So, meine Schiffe sind schon wieder da. Was zur Hölle? Habt ihr auf einmal Turbo eingelegt? Alle, die ihr hier sind im Geschäft. Wenn sie Unterstützung bedürfen. Ja, das bringt auch ein bisschen Geld. Aber am meisten Geld bringt irgendwie immer noch Diamanten und Biopolymer. Das ist echt extrem, was man da bekommt. Ich brauche unbedingt mehr Biodrinks. Wie mache ich denn das am blödsten? Milch habe ich hier genügend. Ich bräuchte mehr Obst. Sind die denn ausgelastet, die Herrschaften Biodrinkfabriken? Ja, ich bräuchte auf jeden Fall mehr Obst. Das ist mal klar. Das heißt, ich baue hier hinten mal wieder voll semi-professionell weiter. Ich fehle sowieso wieder. Ihr kennt mich. Vor allem, was solche Produktionen angeht. 3, 4, 5, 6, 7. Ach, das geht ja sogar. Das wundert Achtung, mich jetzt von mir. Allerdings muss ich das hier nach hinten verlegen, dass ich hier mit dem Weg noch durchkomme. Verdammt. Das ist jetzt irgendwie doof. Kann ich das noch weiter nach hinten verlegen? So könnte es funktionieren. Jo, läuft. So, da kann ich hier weiterbauen. Mal ganz außen. 1, 2, 3, 4, 5. Ist hässlich, aber egal. 6, 7, 8. Ist sogar pottenhässlich, wenn man es mal genau sieht. Und ich kann hier eigentlich auch gleich hinten weiterbauen. Ich werde es sowieso brauchen hier. Die Biodrinks. Also ist jetzt auch mal schon Wurst, ne? Ich mit meinem Ne, das habe ich mir auch so angewöhnt. Ich weiß nicht, von wem ich das mir angewöhnt habe, aber Let's Player prägen ja doch einiges. Wie das, wie so zum Beispiel bei von Gronkh habe ich mir das schön angewöhnt, wenn irgendwas lustig ist oder so. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. So. Jetzt hat Let's Build. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier kann ich das ruhig so bauen. Hier eher weniger. Da möchte ich das lieber... Na, das ist doof. Ich baue das mal so. Ich hoffe, das klappt. 1, 2, oh Gott, 3, 4, 5,
Verdammt. Das ist jetzt suboptimal. Kann ich da hinten irgendwo... Hätte mich jetzt auch gewundert.